Countdown zu den Midterm-Wahlen. Anfang November wählen die Amerikaner einen neuen Kongress und es geht um die Machtverhältnisse in diesem im amerikanischen Parlament. Die Demokraten kontrollieren derzeit beide Häuser, den Senat und das Repräsentantenhaus. Die Republikaner dürften wohl sehr wahrscheinlich das Repräsentantenhaus zurückerobern bei diesen Wahlen. Ganz knapp könnte es im Senat werden. Der Senat derzeit genau gespalten mit 50 zu 50 zwischen Demokraten und Republikanern. Vizepräsidentin Kamala Harris kann hier mit ihrer Stimme den Demokraten die Mehrheit geben. Das könnte sich allerdings ändern, denn der Trend hat sich leicht umgekehrt. Noch vor einem Monat lagen die Demokraten leicht in Führung. Jetzt allerdings sind die Republikaner vorne und besonders zwei Themen könnten wahlentscheidend werden. Das erste Thema natürlich die amerikanische Wirtschaft. Hier gibt es immer lautere Warnrufe vor einer drohenden Rezession und natürlich das Top-Thema der Inflation, die Preissteigerungen auch hier in den USA mehr als 8% jedes Monat gegenüber im Vergleich zum Vorjahr. Das sind dramatische, empfindliche Preissteigerungen, die die Amerikaner natürlich spüren. Einerseits an der Tankstelle, aber auch in den Supermärkten. Wohnungspreise sind explodiert, wie auch die Energiekosten. Und hier haben die Republikaner den Vorteil, weil sie eben diese Misere nicht verantworten müssen, wie eben US-Präsident Joe Biden. Die Demokraten können punkten mit dem Thema Gefahr für die amerikanische Demokratie. Hier wird besonders angesprochen auf die Versuche des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, das Wahlresultat 2020 umzudrehen. Das alles gipfelte natürlich mit dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol am 6. Jänner 2021. Punkten können die Demokraten auch beim Thema Abtreibung. Allerdings bei zwei weiteren Themen sind sie hinterher. Das eine natürlich die Einwanderungswelle, diese dramatische, die in Amerika passiert gerade. Und auch das Thema Kriminalität, besonders ausufern in New York, in der Metropolen in den USA, wie eben hier in New York. Überall hier haben die Republikaner die Nase vorne. Es könnte eine Wahlschlacht werden, ein knappes Resultat. Aber derzeit haben die Konservativen, die Opposition, den Wind in den Segeln.